Ich begrüße dich, ich begrüße euch als Kinder, als Familien. Ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind, heute zu unserem 13. Treffen. Ich bitte dich, dass du im Kinderheft die Seite 39 aufschlägst und dass wir mit dem Gebet auf dieser Seite beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, deine Friedenskraft macht mich stark. Deine Herzensstärke hilft mir zu vergeben. Lass mich stark werden im Guten und schenke mir ein großes Herz, in dem Platz ist für jeden Menschen. Amen. Singen wir eine Strophe von dem Lied Rund um den Tisch, eine Familie. Rund um den Tisch, eine Familie, rund um den Tisch des Herrn, Jesus, wir haben dich gern. Wir denken an die traurige Nacht, als du vor deinem Tod beim letzten Abendmahl liebevoll mit den Jüngern teiltest das Brot. Rund um den Tisch, eine Familie, rund um den Tisch des Herrn, Jesus, wir haben dich gern. Heute möchte ich gerne mit euch eine Geschichte anschauen, ein Erlebnis, das ein blinder Mann mit Jesus hatte. Und ich möchte es euch nicht nur erzählen, sondern ich möchte es euch auch in Bildern zeigen. Ich habe heute für euch ein Erzähltheater vorbereitet. Also wir gehen sozusagen heute miteinander ins Theater, um uns ein Erlebnis anzuschauen von Bartimäus, das er mit Jesus hatte. Ich hoffe, du kannst gut sehen. Und schon geht der Vorhang auf. Bartimäus war ein blinder Mann. Was hat das zur Zeit Jesu bedeutet? Blinde konnten keinen Beruf ausüben, so wie heute. Blinde hatten kaum eine Unterstützung. Das bedeutet, sie haben gebettelt. So war es auch mit Bartimäus. Den ganzen Tag saß er in Jericho, einer wichtigen Stadt damals, und hat gehofft, dass ihm Leute eine Münze in seine Hut oder in seine Schale geben, damit er sich ein bisschen etwas zu essen kaufen kann. In der Früh ist immer Bartimäus an seinen Platz gekommen. Er hat in der Nähe, vielleicht außerhalb von Jericho, übernachtet, im Freien oder in einer kleinen Hütte, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall hat er seinen Platz bezogen und hat sich blind hingetastet. Eben niemand konnte und niemand wollte ihm helfen. Ein ganz wichtiges Stück für Bartimäus, eigentlich sein einziger Besitz, das war ein Mantel. Untertags ist auf dem Mantel draufgesessen, damit es nicht so hart ist am Boden. In der Nacht hat er sich mit dem Mantel zugedeckt. Der Mantel war sein ganzer Besitz. Bartimäus hat nicht sehen können. Deshalb war das Hören für ihn besonders wichtig. Er hat immer ungefähr gewusst, wer in der Stadt ist, wer in die Stadt kommt. Er hat sehr gut hören können. Und eines Tages war besonders viel los auf den Straßen und Bartimäus bekommt mit, Jesus von Nazareth kommt nach Jericho. Bartimäus hat schon viel von Jesus gehört und in seinem Herzen hofft er, dass Jesus der Retter ist, der verheißene Erlöser, und er hofft, dass Jesus ihm vielleicht
helfen kann, ihn von seiner Blindheit, von seiner Krankheit befreien kann. Und als die Stimmen lauter werden und er merkt, Jesus kommt in die Nähe, fängt Bartimäus laut zu rufen an. Er ruft: Jesus, hab Erbarmen mit mir. Jesus, du Retter, komm. Die Leute ärgern sich darüber, dass Bartimäus so rumbrüllt. Es ist ihnen unangenehm und sie sagen zu Bartimäus: Hör auf, da herumzuschreien. Das ist doch lästig. Aber Bartimäus lässt sich nicht einschüchtern. Er ruft noch lauter: Jesus, hab Erbarmen. Jesus, bitte, hilf mir. Und Jesus hört das Rufen des Bartimäus. Er bleibt stehen, er schaut und er sagt zu den Leuten: Ruft ihn her, helft Bartimäus, zu mir zu kommen. Und das machen dann auch die Leute. Also sie schüchtern ihn nicht mehr ein, sondern sie helfen Bartimäus, zu Jesus zu kommen. Sie sagen: Bartimäus, er ruft dich. Und da springt Bartimäus auf, er lässt seinen Mantel zurück, er möchte möglichst schnell zu Jesus kommen. Und Jesus fragt Bartimäus: Was willst du? Was soll ich dir tun? Und Bartimäus sagt: Ich möchte wieder sehen können. Und was geschieht? Jesus sagt zu ihm: Bartimäus, dein Glaube hat dir geholfen. Und plötzlich, Bartimäus macht die Augen auf und er sieht Helles, er sieht Menschen rund um sich. Er muss sich die Augen zuhalten, weil er das Licht noch gar nicht so gewohnt ist, und er merkt, er kann sehen. Jesus hat ihm geholfen, Jesus hat ihn geheilt, und er lobt Gott, er lobt Jesus, er bedankt sich bei ihm, und da will Jesus weiterziehen. Und was macht Bartimäus? Er geht mit Jesus mit. Er will auf seinem Weg mit Jesus unterwegs sein. Er will ein Freund, ein Schüler von Jesus werden. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir miteinander schauen, was diese Geschichte mit uns und mit der Heiligen Kommunion, mit der Erstkommunion zu tun hat. Bei dieser Erzählung kommen nämlich, wir könnten sagen, drei Schritte vor. Das erste: Bartimäus ruft nach Jesus: Herr, erbarme dich. Und Jesus wirkt an Bartimäus, er heilt ihn. Der zweite Schritt: Bartimäus bedankt sich, er lobt Gott, er preist ihn, er sagt: Gott, du bist spitze, Jesus, ich danke dir. Und der dritte Schritt: Jesus zieht weiter und Bartimäus geht mit ihm mit. Er folgt Jesus. Und wenn wir es uns jetzt genauer anschauen, merken wir, dass diese drei Schritte auch bei der Heiligen Messe jeden Sonntag vorkommen. Wir beginnen, indem wir Jesus um Erbarmen anrufen. Herr, erbarme dich. Wir öffnen uns für Jesus. Wir bitten ihn, dass er an uns wirkt. Dann wirkt Jesus an uns. Er spricht zu uns und in der Heiligen Kommunion dürfen wir ihn empfangen. Du erinnerst dich vielleicht, letzte Stunde bei unserem letzten Treffen, auf der Seite 39. Wir sehen hier die Schale, die Hostienschale mit den Hostien, den Kelch, dem Blut Christi. Jesus wirkt in der Messe an uns, er stärkt uns, er kommt in uns hinein. Das zweite: bei jeder Messe danken wir Gott, wir preisen ihn, wir loben ihn. Und das dritte: am Ende der Messe sagt der Priester zu uns: Geht hin in Frieden. Und wir sind gerufen, hinauszugehen in die neue Woche, in unsere Familien, in die Schule, auf unseren Arbeitsplatz und wo immer wir sind, um Jesus nachzufolgen. Also mit anderen Worten, so zu leben, wie Jesus es uns gezeigt hat. Indem wir Gutes tun, indem wir anderen helfen, indem wir Frieden bringen, einander verzeihen. Bartimäus also
zeigt uns, wie Jesus bei jeder heiligen Messe wirkt und wie wir zu ihm kommen dürfen. Bartimäus ist von Jesus reich beschenkt worden und so ist es jeden Sonntag. Jesus will uns reich beschenken, er will uns stärken, damit wir lernen, miteinander in Frieden zu leben. Und deshalb ist die Messe für uns am Sonntag so wichtig, weil wir alles Jesus bringen dürfen und weil er uns jeden Sonntag so viel schenken möchte, so wie er damals Bartimäus reich beschenkt hat. Ich lade dich ein, dass du dir zu Hause auf der Seite 40 und 41 nochmals die Geschichte von Bartimäus anschaust. Hier sind auch sehr schöne Bilder. Und auf der Seite 39, ich habe es dir gerade gezeigt, ist nochmals dieses schöne Bild von der Heiligen Messe, von der Heiligen Kommunion. Und auch in eurem Familienheft ist eine sehr schöne Geschichte von Nico, der Kirchenmaus, wo es darum geht, Nico will Gutes tun, aber manchmal gelingt es halt nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Jesus kommen, weil er uns stärken möchte. Ich lade dich ein, dass wir jetzt zum Schluss miteinander das Gebet sprechen. Du findest es auf der Seite 40, also hier rechts unten. Und dann singen wir noch ein Lied, in dem auch wir Gott loben. Also Seite 40, das Gebet unten. Jesus, wie Bartimäus wünsche ich mir, dass ich in deiner Nähe sein kann. Du rufst mich und ich komme zu dir. So können wir miteinander unterwegs sein. Amen. Jetzt lade ich dich ein, dass wir ein Lied singen. Vielleicht kennst du es schon. Gloria, Ehre sei Gott. Gloria kommt aus der Sprache der Römer, aus dem Latein und heißt so viel wie Ehre. Also Gloria, Ehre, Lob sei Gott. Und wir können es auch so übersetzen für uns: Gott, du bist Spitze. Gloria, Ehre sei Gott. Und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Gleich noch einmal. Gloria, Ehre sei Gott, und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede. Ja, schön, dass wir beisammen waren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, freue mich auf ein Wiedersehen und sage bis bald. Tschüss.